Hallihallo, hier ist der Gusua. Ich habe gerade den Rest des Tages voll mit Agario verbracht. Die Videos werden auch in den nächsten Tagen folgen. War super mega geil, haben wir zusammen halt mit mehreren Abonnenten gespielt. War richtig cool mit Diziax und mir hier. Läuft auf jeden Fall. Bauarbeiter 4 von 4, da muss natürlich auch mal wieder was passieren, auf jeden Fall. Und da gucke ich mal gerade. Ich glaube, ich werde die Tesla anschubsen. Weil dann hat man wirklich die Kohle erstmal beiseite und fertig. Und dann hier so eine kleinen Sachen. Das dauert aber auch eine Stunde. Habe ich die? Die dürfte, glaube ich, noch ein bisschen, genau, die 30 Minuten. Dann haue ich die erstmal raus. Dass man wirklich das kleine Zeugs hier. Wie gesagt, die Mauern will ich erstmal so lassen, das ist egal. Weil wenn du mit dem Mauerbrecher gegen gehst, dann brauchst du halt nur einen, okay, aber viel mehr brauchst du bei den anderen ja auch nicht. So. Fallen. Genau, jetzt gucken wir uns mal kurz einen Angriff an. Also beziehungsweise eine Verteidigung. Aber dazu möchte ich gerne nochmal kurz gucken, welches Level der grundsätzlich war. Weil dann kann man das einfach ein bisschen besser einordnen. Aber ich denke mal so auch um und bei. Nee, die ist dann doch deutlich unter mir. Aber halt vom. Ja, von Truppen her hat er auch schon relativ gut angegriffen. Beziehungsweise mit relativ starken Truppen, sagen wir es mal so. Wiederholung. Und da sehen wir richtig übel, wie hier richtig was fail geht bei ihm. Also für mich natürlich mega geil. Er haut gleich ordentlich Riesen raus. Rage die auch gleich. Klar, King geht halt rauf. Da geht natürlich dann auch schon ordentlich was. Und hier fliegen die richtig mega in die Luft, ganz klar. Das war richtig geil. Und dann halt eben, ja, halt noch was geklärt, logischerweise. Aber war jetzt auch nicht die Masse, dass man sagen müsste, boah, ich habe ja so total abgelost. Hier sieht man eben wieder, klar, ich meine, der Magier, der konnte natürlich über die Mauer schießen, klar. Aber es ist halt eben immer richtig gut, trotzdem noch eine Mauer am Start zu haben. Kann man nochmal was abhalten auf jeden Fall. Und dann passte das. Hier ist er langsam auf meinen D-Alex gegangen. Und konnte ich den dann aber ein bisschen noch wegfischen, dass er da nicht alles snackt. Und dann war das ziemlich cool. Ja, Gold ist weg. Aber das ging. Also das passt. Aber wie gesagt, der Gegner war ja jetzt auch nicht so der Knüppel. Ich glaube, den werde ich nehmen. Ich habe hier zwar richtig viel Schaden, also Flächenschaden, aber ich werde den trotzdem nehmen. Ich überlege gerade, wie ich am besten reingehe. Ich mache das mal zack, zack. Und dann sogar noch in Rage. Mal gucken, ob das was bringt. King gleich noch in Rage. Ja, genau, genau. Ja, war. Aber das ist immer dasselbe. Das habt ihr garantiert auch oft, oder? Also, dass ihr hundertprozentig weiß, ich habe doch da und da gedrückt. Jetzt haue ich die ganzen mal rein hier, egal, auch wenn das Fläche ist. Ich will die Bogies halt noch im Rage behalten. Klar, wenn ich schon zwei Rage-Dinger da verballere, dann soll das sich wenigstens ein bisschen gelohnt haben. Und jetzt hier ein paar Kobis rein, einfach weg. Fläche ist schon so gut wie weg, nur der Magierturm halt noch. Und da tankt der King ganz gut. Den ragen wir jetzt auch mal. Ah, das ging auch noch mit der Riesenbombe. Das hätte schlechter laufen können auf jeden Fall. Und dann ist das schick. Aber ich habe hier noch etwas gesehen. Das wollen wir auch noch so ein bisschen wegsnacken. Ja, aber jetzt die Kobis zum Beispiel ragen wäre dann irgendwo ein bisschen sehr zu viel. Das geht dann irgendwo ein bisschen zu weit. Passt, ist in Ordnung. Ich hatte ein bisschen sehr viel Mauerbrecher. War in Ordnung. War jetzt nicht so fail. Das passt auf jeden Fall. So, dann hauen wir hier Bogies rein. Ich wollte eigentlich noch eine Runde epische Angriffe machen, aber der Clan ist wieder mal, beide Clans sind wieder mal voll. Also kommt man da natürlich dann auch eher sehr schlecht rein. Leider. Aber so ist es nun mal. So, jetzt gucke ich mal gerade, wofür könnte ich noch meinen Alex verballern? Ich könnte noch das Goldlager machen, aber also forschen sollte nicht machbar sein. Dann müsste ich, genau, ja. Das ist nun mal nicht anders. Und Kaserne geht erst bei 2 Mille, bin ich der Meinung. Ich gucke gerade mal. Genau, 2 Mille. Also ist auch noch einiges zu tun.
Und das war damit eigentlich schon fast. Mal gucken, ob ich dort noch einen Angriff machen kann. Das werden wir gleich sehen. Ich cutte das dann einfach. So werden wir das machen. Jo, und da bin ich wieder. Ich habe mal kurz geswitcht zwischen den Accounts und hau jetzt noch mal einen Angriff rein. Ich habe schon. Oh. Oh. Wie kommen wir da am besten ran? Ich probiere das mal sogar ein bisschen anders. Und zwar Queen sogar schon vorher setzen und dann das Clearen. Weil das läuft auch gar nicht so verkehrt, weil wenn man dann nämlich die. Gucken wir mal. Ja, genau. Zack. Ja, super geil. So, jetzt das Ding noch weg, genau. Und dann hat man nämlich. Dann weiß man nämlich, in welche Richtung geht die Queen ungefähr und kann schon ein bisschen besser abschätzen, ob das passt oder nicht. Und ja, wie gesagt, mittlerweile, ihr seht selber halt komplett ohne Minions. Und das geht einwandfrei. Also da braucht man sich gar nicht meckern, braucht man gar nicht meckern. Das klappt ganz gut. So, jetzt wird die das noch clearen, auf jeden Fall. Ich behalte noch die Mauerbrecher in der Hinterhand. Nicht gleich einfach raufballern. CB hätte ich im Notfall auch noch, dass man sie so ein bisschen noch zur Vernunft bringen kann, wenn da irgendwas nicht läuft. Und. Ah, noch ein Heiler brauche ich eigentlich erstmal nicht. Jetzt geht die Kanone, dann dürfte gleich der X-Bow und der King, der ist auch nicht zu verachten. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich den wirklich mit dem Giftspell. Ich meine, der wird mega was aushalten, klar. Ja, schade, wenn er natürlich rausgeht aus dem Spell, dann ist natürlich mies. Aber die Queen. Ah, guckt mal hier, hier passiert gar nichts. Die verliert gar nichts. Also, das bringt meinen Helden wirklich null. Okay. Gut zu wissen. Dann lernt man halt eben auch noch da ein bisschen dazu, klar. Fange ich an zu. Ah, hier, ihr seht selber, Mauerbrecher in die Richtung. Das ist noch ein richtiger Schritt nach hinten. Da ist es schon fast gut, dass die Mauerbrecher nicht. Naja, hier, das bringt null. Das bringt null, aber ich denke, ich sollte trotzdem damit rankommen. Aber jetzt ist mir das ein bisschen zu tricky hier. Jetzt clear ich hier doch noch mit dem Rest, dass die nicht wirklich noch nach draußen rennt und hier irgendwie einen totalen Haschmich kriegt. Jetzt wird sie bestimmt genau aufs Labor und dann soll sie halt eben nicht nach draußen laufen, auf jeden Fall, ganz klar. Weil dann ist wieder Fail. Alex-Lager, genau. Und dann müsste sie eigentlich ans Dunkle gehen. Ja, genau. Einwandfrei. Aber ich habe jetzt echt schon gezittert. Geht sie? Soll ich noch die Clanburg draußen droppen und so weiter und so fort? Aber ist natürlich genial, wenn man die wirklich noch sich halten kann und sagen kann: Gut, okay, komm, ich gucke, wie der Verlauf des Angriffs ist und dann später dann noch ein bisschen eingreifen kann. So, ja, viel D-Alex ist nicht mehr. Ist Quatsch. Also, was soll ich dann noch machen? Blödsinn. Oh, ich habe wieder verloren. Aber 2,3K D-Alex passt auch auf jeden Fall. Er findet nur noch sowas. Mal gucken. Ist doch gut. Wie gesagt, ist natürlich bei meiner Taktik, wäre das natürlich total für einen Sack. Auf jeden Fall. Und das würde mir natürlich gar nicht helfen. Den würde ich wirklich, so hart es sich anhört, den würde ich wirklich weiterklicken. Aber ich meine, er hat ja auch immerhin schon mal eine 26er Queen, wa? Also da läuft das natürlich auch mega. Ja, schön, schön von allen Seiten hier. Und hier, ich meine, klar, hier, das Gold nimmt man ja logischerweise mit, das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn ich das so geschenkt bekomme, dann ist das natürlich klar, dass ich mir das mitnehme. Ja, und die Queen ist klar, ich meine, auf 26, die regelt da alles. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich das sehe, wie wirklich meine 17er Queen schon rennt. Denn das ist ja noch wirklich ein Witz dagegen. Zu einer 26er. So. Ansonsten, Alex-mäßig komme ich gut hin.
Mit dem Gold komme ich auch gut hin, das läuft. Also das reicht immer mal wieder für ein Upgrade der Mauer. Da kann ich mich auch gar nicht beklagen. Das ist eigentlich wirklich so, wie es sein soll. Jetzt gucken wir wirklich nochmal in die Bockt. Gucken wir mal, was King JP macht. Ja, klar. Sowas bockt auf jeden Fall. Muss man halt gucken. Genau. Ja, hier. Der hätte sogar noch. Wirklich, da hätte einer gereicht. Da hätte einer gereicht, weil der geht danach eh hier drauf. Blödsinn, da ist die nächste Luftabwehr, ist unnötig, weil die Zeit läuft nicht davon. Ich meine, wisst ihr selber, ein Minion kriegt definitiv die Goldmine platt. Braucht man nicht. So, jetzt gucken wir mal, was hier geht. So, und hier, guck mal, jetzt Luftabwehr, ganz genau. Luftabwehr und dann sind die Minions platt. So, schade. Hätte einer gereicht. Aber das ist auch Nörgeln auf hohem Niveau, logisch. Also ich will das nicht, jetzt nicht schlecht machen. So, genau. Jetzt sind, ist die Luftabwehr gekillt. Können wir also schön mit Minion rüberreiten. Einwandfrei. Aber darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Kleinen Moment. Klar, wir haben jede Menge Loot, logisch. Aber wenn ich natürlich wirklich jetzt jede Menge Minions rausballere, geht mir natürlich auch einiges an an D-Alex flöten. Klar. Wiederum macht der sich natürlich gut für einen Minion-Angriff, weil der halt wirklich luftabwehrmäßig richtig unterlevelt war, klar. Aber hier kann man nochmal richtig. Ich meine, du hast immer noch 23 Bogies. Warum haust du. Nee, hier erstmal, dass man den Minenwerfer gekillt hätte. Vorzugsweise mit der Queen. Zack, zack. Die hätte das ge geregelt. Oh, das ist schade. Das ist echt schade. Also, klar ist es geil. Ich meine, fast 400k Gold, logisch. Aber das hätte man besser regeln können. Und ich meine, überlegt euch. Ich meine, 60 Minions, die kosten D-Alex. Ist halt so eine Sache. Weiß ich nicht. Also, das wäre jetzt nicht so meins gewesen. Bumblebee. Was normaler. Also klar, jetzt hier zuerst halt Luftabwehr killen, logisch, dass man da. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, wo ich auch sagen muss, was man da an Alex raushaut. Klar, man hat wirklich einen easy 100er, das habe ich ja selber eben auch gemerkt, dass man wirklich mit Loons echt schon wirklich auch im oberen Bereich wirklich was reißen kann. Aber dann noch einen ordentlichen Overkill dazugelegt, würde ich sagen. Schade. Da hättest du mit weniger auf jeden Fall noch gut ausreichen können, sage ich mal. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ob hier noch irgendwas geht. Bradley haut einen raus. Bin ich gespannt. Na, hier, wie gesagt, hier muss man ja wirklich sagen, alleine schon der Loot-Bonus, also beziehungsweise der Liegen-Bonus, ist da schon fett, ganz klar. Aber das ist eigentlich wirklich schon komisch, dass die, also sehr gut gemacht, hier mit einem Minion halt gecleared und nicht wirklich viel Truppen verballert, logisch. Aber ist eigentlich komisch, dass das so gebaut hat, weil da sind ist ja wirklich komplett frei sozusagen und einfach Prozente verschenkt. War natürlich für Bradley in dem Fall richtig geil, logisch. Und ich habe es eben im CW halt gesehen. Wenn die Teslas direkt neben dem Rathaus stehen und man wird mit Lavalunien oder eben Balunien angegriffen, ist es halt wirklich so, dass die Tesla wirklich das Problem darstellen können durch die Tesla. Die werden natürlich durch die Loons zerstört und dann ballern die Loons natürlich dadurch automatisch das Rathaus kaputt. Das seht ihr gleich. Mal gucken, ob wir das hier halbwegs sehen können. Hier, guckt mal. Klar, wir haben hier so einen kleinen Lavahund-Welpen. Der ist aber nicht der wirklich harte Gegner, sondern halt wirklich die Loons, die da einfach mal das Rathaus killen. Das wäre sonst nicht passiert, wenn die Teslas außenrum gestanden hätten. Und jetzt wird sogar noch ein 50, das heißt Two-Star. Und noch richtig Pokis bekommen, denke ich mal, wa? Sehen wir gleich. Und ohne Helden, müsst ihr euch mal vorstellen.
Und 24. Nice. Und da hat der Gegner einfach wirklich schlecht gestellt gehabt, auf jeden Fall. Sieht man doch wirklich öfter mal beim CW sowas. Bockt. So, zack. Gucken wir mal kurz in unseren CW rein, beziehungsweise in. Ah, okay, wir sind noch nicht fertig. Sonst hätte ich da mal kurz reingeschaut. Aber ich guck mal in Kriegslog. Drachen oder Pekka? Nee, ich habe gerade nichts in der Richtung. Aber das gucken wir uns mal rein hier. In den Clan. Der erste wurde gewonnen und danach nur noch geloost, aber. Ah, doch, hier ist schon, tat schon weh. Das hier war eine knappe Kiste. Details leider nicht mehr verfügbar. Schade. Sonst hätten wir da gerne mal reingeschaut. So, Pekka wäre besser. Ich guck mal gerade rein. Ich war wirklich ein bisschen verpennt, echt heute. Also hier, klar, den habt ihr ja gesehen. Aber ich habe dann wirklich. Nee, war nicht so ganz bei der Sache. Also, der Lok sah schon besser aus, auf jeden Fall. Hier ging es dann wieder, klar. Aber da habe ich wirklich zwei, dreimal wirklich verpennt und dann ist sie wirklich außen rum gerannt. Man muss wirklich halt echt bei der Sache sein. Muss sagen, gut, okay, hier kommen, so und so sieht's aus und dann passt das. Nächstes Mal Elixier haue ich in die Zauberspruchfabrik. Wobei ich echt sagen muss, ich glaube, ich werde wirklich beim Giftspell bleiben. Weil der Geschwindigkeitszauber. Mal sehen, also testen werde ich ihn auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Testen werde ich ihn auf jeden Fall. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao.